Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist euer Crush für die Wicked hinein mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit Nina Seasons of Adventure, der Sage 2020 Demo. Ja. Von diesem Spiel weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Könnte ein weiterer Plattformer sein, aber starten wir einfach mal die Demo und ziehen uns das an. Ja. Tutorial, Just Dandy, Guts Galore. Ja, also die drei Sages sind auf jeden Fall verfügbar und oh, sogar mit Drängen wird das belohnt. Okay. Floor Field Tutorial. Oh, das sieht nice aus. Ja, natürlich A-Knopf zum Springen beim Xbox Controller. Excellent. Hm? Oh, man kann sogar an der Wand rennen. An der Wand springen geht natürlich auch. Ich schaue, dass ich mal alle Münzen einsammle. Wenn ich es kann. Hm. Na komm. Da muss ich schon ein bisschen besser dran sein als das. So, jetzt. Hm. Oh. Oha. Haha. Das geht gut ab hier. Ah. Oh. Okay. Kann ich mich davon wegsteuern lassen? Oh, ein Wandsprung. Okay, das ist halt wie ein richtiger Highspeed-Plattformer. Robots? Wo? Hm. Wo sind sie? Das sind sie. Sogar Robolibellen. Ganz große Klasse. Cool. 22er Combo, gar nicht mal so schlecht, oder? A-Rang! Not F! Oh, ich habe S-Rang erreicht, nice! Just Dandy! Okay, weißt du also Bescheid. Da muss man richtig geschickt sein bei diesem Level. Schnell und geschickt. Hm. Ist halt so ein klassischer Aua! Von, mit B-Knopf. Da kann ich den Homing Attack einsetzen. So, jetzt. Hm. Ich habe was, das mich noch mal genau erinnert. Also ist auf jeden Fall schon mehr wie einfach ein schneller Plattformer. So, wie kann ich da doch mal? Kann ich dem Münzspur irgendwie folgen? Geht das? Wow, jetzt habe ich eine ganz schön lange Combo. Alter! Ich darf mir aber nicht dabei wieder Treffer erlauben. Oh Mann. Geht schön ab hier. Alter, die Kombo wird immer größer. 87. Oh, nicht schlecht. Superb. Na. Nur B-Rang dieses Mal. Da hätte ich vielleicht mich besser anstellen müssen. So. Guts Galore. Der letzte Level von dieser Demo hier. Ah, diesmal kann man mit dem Wind hochsteigen. Hm. Ja. Kann man da
durch die Zielscheibe erwischen. Wow! Der Michael-Roboter. Ja. Also hier gilt es wirklich, hier ist es ein Spiel alleine auf Reflexionen aus. Also alleine auf Reflexionen ausgelegt. Also auf gute Reflexion. Reflexe halt. Oh. Kommen wir denn hier hoch? Und dass man die Kombo lange hält. Ich kann nicht sagen, an was mich das erinnert. Oh scheiße, jetzt sterbe ich hier tatsächlich. Ja. No Death Challenge habe ich leider gefailt hier. Damit bekomme ich garantiert keinen S-Rang. Weil ich da auch abstürzen musste. Was ist das denn? Oh shit. Aber das hält meine Combo aufrecht. Das ist eine Bombe. Okay, bloß aufpassen, dass ich die nicht berühre. Alter. Ah, jetzt bin ich dadurch gestorben. Das kann nicht wahr sein. Ich habe jetzt doch... Man hat also doch nur eine bestimmte Anzahl, bei der man getroffen werden darf. Oh, shit. Ja, das ist mal eindeutig ein schön herausfordernder Level dieses Mal. Das ist bestimmt noch härter. Ach, Mist. So, weiter. Oh, Vorsicht. Bomben überall. Oder wie Let's Play Markus immer so schön sagt, Bomben. Na, warum rennst du da nach unten? Da geht's hoch, Mädel. Am Ende renne ich jetzt noch in jede Bombe hier rein. Uff, okay, das war zum Glück nur ein... Porter? Ich weiß gerade nicht. Oh, shit. Habe ich jetzt nicht gesehen, wo es hier lang geht. Muss die Combo wieder erhöhen. Kann wenigstens ein paar Punkte wieder gut machen. Ups, das war ein Fehler meinerseits. Sorry. Alter. Oh, ja, super, jetzt bin ich da tatsächlich komplett abgestürzt. Das konnte mich nicht mehr länger halten, diese Horte. Was auch immer das ist. Oh, Mann. Mann! Ich dachte, ich könnte noch... Jetzt wird es aber wirklich heftig schwierig. Wie gesagt, man muss gute Reflexe haben bei dem Spiel. Aber es gefällt mir. Es hat mal einen Test für gute Reflexe. Kann ich nur appreciaten. So, jetzt bitte nur noch Ziele treffen, die nicht explodieren gleich. Ich sagte, keine bombigen Ziele treffen. So, jetzt haben wir das Ziel erreicht, aber das war sehr unsouverän. Möchte ich behaupten. Na, trotzdem noch Aran, was? Thank you so much for completing this demo. Art, level design, menu design and sounds were done by me, Philip Verney. Game Loop A provided by Alexander. Blah, 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 blah. Lake Fippert! Haha! All this on the Mania team for showing there is room for 3/4 fan gamers. Lake Fabert hat auch das Projekt unterstützt. Pause? Ja, wo ist denn der Pause-Knopf hier? Ah, hier beim Select-Knopf. Ja, das war Nina Seasons of Adventure. Ja, ein bisschen interessantes und lustiges, reflexartiges Jump'n'Run. Auf jeden Fall cool. Hat mir auch gefallen. Ich hoffe,
Euch hat das Video auch gefallen und habt Interesse an dieser Demo. Ja, wie dem so ist, wie immer, Download-Link in der Videobeschreibung. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for Wicked hinein. Bis zum nächsten Sage 2020 Video und weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Let's Play-Projekten und anderen Videos. Also, anderen Videos generell. Also, danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen und tschüss, Leute!